So, moin. Willkommen zur Strompreisvorschau für morgen den 22.11. Und wir sehen, die Preise steigen wieder. Woher kommt das denn, Holger? Ich glaube, das hat was mit dem Klima zu tun, denn die Außentemperaturen sinken elendig ins Negative. Mhm. Ich musste 3 Tage lang die Scheiben kratzen an meinem Auto. Denn das kleine Ding steht ja nicht im Carport. Das heißt, wir haben Minustemperaturen draußen, der Wärmebedarf steigt und damit der Gasverbrauch ist schon angestiegen, schon vor dem Wochenende. Ja. Und wenn der Gasverbrauch steigt, dann steigt der Gaspreis. Und wenn der Gaspreis steigt, was passiert dann? Dann steigen die Preise. Welche Preise? Die Strompreise. Okay, okay. So, und wir haben ja jetzt seit einigen Tagen das Phänomen, dass die Preise hochgehen, den ganzen Tag hoch bleiben, dann vielleicht nochmal ein kleines Ticken höher gehen und dann wieder absenken. Mhm. Also das heißt, den ganzen Tag hochpreisig, wir hatten das schon mal im August, dann sind die mittags auch nicht so runtergegangen. Ja, aber, so aber nicht so extrem. Seit Tagen. Genau. Richtig. Gestern auch. Richtig. Also nicht mehr unser Muster, was wir eigentlich normalerweise kennen mit den 2 Peaks morgens und abends. Was uns dann zur Anregung gebracht hat, dass Henning Farnhold oder alle, die den Strompreismanager betreiben, hier in diesen Nacht von, was weiß ich, 22 Uhr bis morgens um 7 Uhr so viel wie es geht beziehen müssen. Ja, zu welchen Bedingungen? Nämlich unter 10 Cent. Hier, was haben wir hier? 10, 8,2. Also weit unter dem Preis der Überschusseinspeisungskosten, meine Lieben. Braucht man dann Überschusseinspeisung überhaupt noch? Man könnte sich einen Mix zusammenbauen aus Überschusseinspeisung, wenn die, ja, je nachdem wie die Strompreissituation ist. Es ist, wenn die negativ, also die Tiefpreisphasen bleiben in dieser Form, dann ist das hinfällig. Mhm. Idealerweise habe ich da noch ein Batteriespeicher zwischen, dann kann ich das noch strecken. Und dann ist das noch fraglicher mit den Überschusseinspeisen. Allerdings setzt das voraus, dass du flexible Strompreise hast. Genau. Wie sind denn jetzt die flexiblen Strompreise im Augenblick? Welche Aufschläge hast du gesehen heute Morgen? Also der günstigste hatte jetzt, glaube ich, 0,9 Cent die Kilowatt. Bis zu 1,5 bis 3 Cent. So das, also ich denke mal, so 1,5 ist ein ganz guter Mittelwert, würde ich mal sagen. Okay. So 1,5, 1,6. Wobei jetzt natürlich auch viele noch weiter draufschlagen, weil, ja, Angebot und Nachfrage. naja, auf jeden Fall, wir kommen hier aus der Nacht mit 8 bis 10 Cent, haben dann hier einen Höchstpreis um 7 Uhr mit 23 Cent. Das bleibt hier aber auch so viel. 24, nee, sogar noch hier, guck mal, geht es noch höher. 24 Cent mittags. Um 11 Uhr. Sieht man ja an unserer Stromampel. 25 Cent, ja. Strom-Ampel 26 Cent. Volle Hütte. Die Stromampel ist den ganzen Tag schon auf blau. Ja. Wir wurden schon gefragt von einer Mitarbeiterin, was das denn bedeutet. Ja, ja, Strom ist teuer. Blue Monday heißt das. Blue Monday. Genau. So, dann haben wir hier nochmal abends um 17 Uhr mit 28,5 Cent die Kilowattstunde. Und dann geht sie wieder runter und dann sollte der Strompreismanager wieder hier vielleicht die Rührwerke laufen lassen. Ne? So, was hat denn Henning daraus gemacht? So, wir sehen hier in den tieferen Phasen hat er einiges hier angeschmissen. Und was wir hier besonders gut sehen, hier vor dem Peak hat er schön hier seine Spitzen reduziert. Ja, wunderbar. Und nur das Nötigste hier am Laufen gehabt. Für die Gaserzeugung notwendig genau. Ist. Hier sieht man auch schön nochmal, der Strompreis ist niedrig. Und er versorgt sich mit mechanischer Energie fürs Rühren und Füttern. Und dort hat er bei dem nächsten Peak hat er wieder eine Reduktion durchgeführt. Ja, also es wird immer besser hier. Ja. Auf jeden Fall. So, und dann wollte Holger noch etwas über die Tischkühler meckern, weil es ist ja so schön kalt und
Wie sagt er auf jeder Biogasanlage, wehe dem, ich sehe die Tischkühler laufen? Wenn es kalt ist. Wenn es kalt ist. So, jetzt gucken wir mal. So, hier haben wir jetzt den Tischkühlermonitor. Markus ist heute unterwegs und installiert Tischkühlermonitor, Heizungsmonitor, Datenlogger für Temperaturmessstellen, die wir hier in unserem schönen großen Display anzeigen können. Und was sehen wir da? Bei einer Außentemperatur von 13 Grad auf der linken Seite gehen die Tischkühler aus. Das heißt, das Nahwärmenetz wird mit Wärme versorgt, wenn es 13 Grad draußen ist. Und bei sinkender Außentemperatur, wenn das Nahwärmenetz mit Wärme versorgt werden soll, da verpufft die Wärme im Tischkühler, denn die Rücklauftemperatur ist kalt, der Tischkühler läuft, die Wärme wird an die Umwelt abgeführt. No go. Deswegen ist es besser, sich einen Monitor anzuschaffen, mit dessen Hilfe wir diese Defizite endlich wegarbeiten können, möchte ich meinen. Ja. Hier sehen wir von heute früh, Markus ist draußen und installiert einen Heizungsmonitor mit Außentemperatur, mit Warmwassertemperatur, mit Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur in einer Heizverteilung, Wärmeverteilung. So sieht das aus bei uns. Mhm. Sich mal ein bisschen mit der Technik helfen lassen, damit man nicht allen Sachen hinterherlaufen muss, wie zum Beispiel der Wärmeverteilung. Geht ja gar nicht. Richtig. So, das war's von uns. Wir sehen uns morgen. Tschüss. Tschüss.